Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zum Türchen Nummer 16 des Advent of Code Adventskalenders. Endlich haben wir es aus der Höhle rausgeschafft. Wir sind jetzt draußen und flugs haben wir eine Nachricht von den anderen Elfen oben an Bord des Schiffes empfangen, nun da wir aus der Höhle raus sind. Und diese Nachricht ist kodiert. Und wir müssen sie dekodieren. In dem heutigen Rätsel. Das heutige Rätsel besteht zu einem Stück weit eigentlich daraus, einen Interpreter für eine Programmiersprache zu schreiben. Wir bekommen eine Message von der Oberfläche als Hexadezimalcode. Ich suche gerade. Hier zum Beispiel, ja, wir bekommen einen Hexadezimal, wir haben einen Hexadezimalcode empfangen, hier ist eins von diesen Beispielen, und diesen Hexadezimalcode, den transformieren wir in einen Binärcode, und dann sind in diesem Binärcode verschiedene mathematische Operationen kodiert. Also Interpreter für eine Programmiersprache ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, es kommt eigentlich schon ganz gut hin, aber auf jeden Fall eine Art mathematischer Prozessor vielleicht. Also wir dekodieren eigentlich Rechenvorschriften und werten sie aus. Beziehungsweise im Part 1 eigentlich erst einmal parsen wir die empfangene dekodieren und lexen die empfangene Nachricht. Und im Part 2 dann eigentlich führen wir sie erst aus. Aber wen solche Themen interessieren, es gibt fantastische Videos auf YouTube, wie man seine eigene Skriptsprache programmiert, zum Beispiel mit Hilfe von Python oder in einer anderen Programmiersprache als Träger sozusagen. Aber genau das ist der Knackpunkt hier. Also eine interpretierte Sprache wie C, Python es ist, besteht aus drei Schritten, um vom Python-Skript zur Codeausführung zu kommen. Und Schritt 1 ist das Lexing oder das Lexen. Man geht einem sogenannten, streng genommen eigentlich Tokenizing. Man geht mit einem Tokenizer, oftmals auch Lexer genannt, über den Code drüber und löst die ganzen Stringstrukturen auf. So ein Skript ist als String gegeben, ersetzt alles durch sogenannte Tokens. Dann geht ein Parser drüber, der diese Tokens semantisch in einem Art Ausführungsbaum, oft auch Abstract Syntax Tree genannt, jedenfalls in Python heißt es Abstract Syntax Tree. Also der Parser nimmt die Token und bringt sie in einen Abstract Syntax Tree und dann kommt der Interpreter, der Interpreter, der geht über den Abstract Syntax Tree und führt alles aus. Und gewissermaßen, das sind so in etwa die Schritte, die wir hier auch ausführen, dass das Parsen können wir uns gewissermaßen sparen, weil das Rätsel so flach gestellt ist, beziehungsweise weil das Rätsel ja irgendwo im Rahmen bleiben muss. Aber dennoch, von diesen drei Schritten, Lexing, Parsing, Evaluating oder Lexing, Parsing, Interpreting oder Tokenizing, Parsing, Evaluating, von diesen drei Schritten führen wir hier auf jeden Fall Lexing und Interpreting aus. Und das Parsing verteilt sich ein bisschen auf diese beiden Subteile. Also Part 1 ist jetzt eigentlich Lexing slash Parsing und Part 2 ist dann Evaluating. Wobei ich sagen muss, Part 2 stellt dann überhaupt keine Herausforderung mehr dar, wenn man Part 1 gelöst hat. Also Part 2 löst hier eigentlich schon Part 1 löst hier eigentlich schon Part 2 mit. Aber gut, der Reihe nach. Also ich habe schon ein paar Knackpunkte genannt. Wir bekommen einen Hexadezimalcode. Wir wandeln ihn um in einen Binärcode. So, und jetzt wird hier das viel, viel Text heute. Sehr, sehr viel Text. Und dann wird eben erklärt, wie diese Binärabfolge, nachdem man den Hexadezimalcode in einen Binärcode umgewandelt hat, wird dann also lang und breit erklärt, wie dieser Binärcode syntaktisch zu verstehen ist. Wird hier zum Beispiel beispielgebend gesagt, dieser Binärcode besteht aus verschiedenen sogenannten Paketen, wobei selbst in einem Paket wieder Subpakete auftauchen
können. Und jedes Paket beginnt mit einem dreistelligen Binärcode, der in das Dezimalsystem überführt, die Version des Pakets repräsentiert. Mit dieser Version machen wir an und für sich eigentlich gar nichts. Diese Version ist fast eine überflüssige Information, außer dass in Part 1 als Checkup, dass man die Aufgabe richtig gelöst hat, irgendwas in Bezug auf diese Version abgefragt wird. Aber ansonsten eigentlich für das Parsing, Lexing und später Interpreting spielen diese Versionen überhaupt gar keine Rolle. Also es gibt eine Version. Dann wird es interessant, die nächsten drei, ja, also hier, ne, VVV für Version, 110 hier ist die Version, übersetzt sich in eine dezimale 6. Und dann kommen die nächsten drei Stellen, TTT, Trouble in Terrorist Town. Nein, TTT steht hier für der Typ. Also er sagt uns, was für ein Typ dieses Paket ist. Und es gibt, glaube ich, acht Typen, wovon die meisten Typen bedeuten, dass es irgendeine Form von Rechenoperation ist. Aber konkret Typ 4 steht dafür, dass dies keine Rechenoperation ist, sondern ein Literal, also ein Literal. Ein Literal in so einer niedrigen Programmiersprache ist häufig eine Zahl. Und genau das ist es ja auch. Also das TTT 100, also eine dezimale 4, sagt uns alles, was danach kommt, kodiert eine weitere Dezimalzahl als Literal, als Grundelement unserer Sprache. So, und das funktioniert dann wie folgt. Man geht, nachdem man also 2 mal 3, ja einmal die Versions 3, dann die Typ 3 Stellen durchgearbeitet hat, nimmt man sie als nächstes, wenn der Typ 4 ist, 5 Stellen raus. Und dann sagen die letzten 4 dieser 5 Stellen, welche Ziffer, welche Digit das ist. Es ist ein Teil der Digit, sagen wir es mal so. Und die führende 1 in diesem Fünferblock, ja, diese 1, die sagt uns, dass es danach noch einen Block gibt, nämlich der B-Block. Der besteht dann auch wieder aus 5 Binärzahlen, also eine Abfolge von 4 Binärzahlen, die für die Definition zur Definition unseres Literals dazugehört. Es gibt wieder eine führende 1. Führende 1 heißt, der nächste Block ist auch noch zu parsen. Es gibt also nochmal 5 Zahlen, die wir uns rausziehen. Dann haben wir hier wieder die letzten 4, 0, 1, 0, 1, kodiert also auch wieder ein Teil unseres Literals. Aber diesmal haben wir eine führende 0. Und eine führende 0 heißt, hier ist Stopp, hier ist Schluss. Danach kommt nichts mehr. Wir haben jetzt alles, was das Literal ausmacht, zusammen. Das heißt, das Literal besteht aus 0, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ist hier übrigens hier unten auch nochmal aufgeführt. Und wenn man dann diese Binärzahl umwandelt in eine Dezimalzahl, kommt man auf 2021. So, das ist, wenn der Typ 4 ist. Wenn der Typ irgendetwas anderes ist, dann ergibt sich eine grundsätzlich andere Struktur. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt hier alles im Einzelnen durchklamüsern möchte. Ich glaube eigentlich, ich breche das hier lieber ab. Also hinten gibt es ja auch nochmal, ja, es ist umständlicher gemacht, als es sein müsste. Aber eigentlich, wenn man prinzipiell die strukturelle Idee dahinter verstanden hat, dann wäre das im Grunde eigentlich auch gar nicht nötig gewesen. Also hier wird einem irgendwie Zeit geraubt, da Fälle abzuhandeln. Also es ist ein komisches Format, das sie sich hier spezifiziert haben. Und man muss entsprechend also den Code schreiben, um die ganzen Subfälle, die sich ergeben, alle einzufangen. Aber wenn man im Prinzip diese Art Aufgabenstellung, die Struktur der Aufgabenstellung eigentlich verstanden hat, dann spielt das keine Rolle mit diesen kleinen Stöckern, die sie einem da in den Weg legen. Also man kann das mit und ohne diese Details dann lösen. Das stellt keine zusätzliche Herausforderung dar. Es ist wirklich nur noch Zeitverbrennen. Aber wie dem auch sei. Also gibt dann jedenfalls wie noch zwei Strukturen, die diese Sprache da annehmen kann, die man verstehen können muss, die haben was darüber aussagt. Hier ist irgendwie eine Operation. So, Part 1 besteht jetzt da drin, dass man jetzt die einzelnen Pakete voneinander lernt zu unterscheiden.
Dass man diese Pakete voneinander unterscheiden kann. Und wenn man die Pakete alle voneinander unterscheiden kann, dann kann man nämlich auch die Versionsnummer eines jeden Pakets auslesen. Und da war da genau das, was sie abgefragt haben in Part 1. Sie wollten wissen, okay, dann nimm die Versionsnummer aller Pakete, addiere sie auf und gebe uns die Zahl. Was kommt da raus? Und für meinen individualisierten Output war das 889. Hier haben Sie vier Beispiele jeweils. Hier ist ein Beispiel, da müsste 16 rauskommen. Ist ein Beispiel, da müsste 12 rauskommen. Da ist ein drittes Beispiel, da müsste 23 rauskommen. Da ist ein viertes Beispiel, da müsste 31 rauskommen. Das ist übrigens sehr interessant. Also wir haben hier vier Beispiele gegeben. Hier ist ein fünftes Beispiel. Hier ist ein sechstes Beispiel. Und hier ist ein siebtes Beispiel. Also man wird hier mit Beispielen erschlagen. Schon Part 1 gibt einem sieben verschiedene Beispiele, um wirklich sicherzustellen, dass man alle Chance hat zu verstehen, was sie von einem wollen. Und ich finde das auch gut. Also ich hätte sonst von der rein nackten Beschreibung hätte ich nicht verstanden, was sie hier versuchen auszudrücken. Ich habe diese ersten drei Beispiele vor allen Dingen, die habe ich gebraucht, um die Syntax, die sie hier definieren wollen, zu verstehen. Und dann kommt Part 2. Das gibt dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beispiele obendrauf. Also enden wir am Ende mit 15 Beispielen. Also 15 Beispiele bekommen wir hier. Also das ist schon wirklich krisensicher aufgezogen. Aber wie gesagt, also ich habe es ja auch gebraucht, so. Von dem, was Sie hier geschrieben haben. Ich habe das kaum verstanden, bis ich ein Beispiel gesehen habe und dann rückwirkend, ach, so war das gemeint. Also fand ich schon ganz gut. Und deswegen habe ich auch mit euch eben gerade das erste Beispiel einmal durchexerziert. Das sollte, glaube ich, einen guten Start geben, wer da Schwierigkeiten hatte. Aber ansonsten eigentlich mit Hilfe der Beispiele ist das, wird das dann eigentlich schon alles ziemlich klar. Und gucken wir doch jetzt einfach mal auch in den Code rein. Machen wir mal hier Part 2 wieder weg. Machen wir mal auch Part 1 weg. Gucken uns jetzt mal hier nur ja, Debug. Das sind diese, hier im Übrigen, das sind die ersten drei Beispiele, die sie einem geben, nur um die Logik der Syntax zu verstehen. Und führen das einmal aus. So. Wir sehen ja auch hier, genau, ich habe hier mein Lexer. Der, genau, hier kommt der Hexadezimalstring rein, dann habe ich eine Hex-to-Bin-Transformation, die ist hier drei Zeilen lang, ja, also da kommt eine Hex-Message, also eine Nachricht als Hexadezimaldarstellung, als String rein. Und dann wird hier mit der Hex-to-Bin-Map, wird also jedem Zeichen entsprechend der Binärcode zugewiesen. Und dann wird eben eine neue Message bean, also eine Binary Message, eine binäre Nachricht langsam aufgebaut und gibt einem zurück. Das ist übrigens zum Beispiel so ein Punkt, das ist ja eigentlich nur sinnloses Verklausulieren im Grunde. Ja, der Knackpunkt dieser Aufgabe besteht darin, den ihre komische auf Binärzahlen aufbauende Programmiersprache zu verstehen, zu lexen, zu parsen und zu interpretieren. Und dann schalten die nochmal diese Hexadezimalkodierung davor. Also wer das zweite lösen kann, für den ist das erste überhaupt gar kein Hindernis. Ich verstehe nicht, wozu sie das jetzt noch mit reingeworfen haben. Aber es tut ja auch nicht weh. Das sind hier vier Zeilen Code, sagen wir acht mit dem Dictionary. Wenn man unbedingt möchte, kriegt man das auch auf eine Zeile runtergebrochen. Also das ist jetzt keine große Hürde in keinster Weise. Aber wie dem auch sei. Jedenfalls, ich habe ja so meinen Lexer, der diesen Binärstring einliest, nachdem er von dem Hex to Bean, also ne, Hexadezimal nach Binärdarstellung, umgewandelt wurde. Achso, hier gibt es hier noch True, True, hier gibt es eine Debug-Flag. Mit diesem Debug kann ich auch mal False setzen. Mit diesem Debug-Flag bekomme ich ein paar mehr Einträge im Dictionary. Ihr seht hier underscore t, wenn ich jetzt mit False das laufen lasse, ist das underscore t weg. Aber lass uns mal drin. Es war ja gerade insbesondere so deskriptiv. Und hier sehen wir im Übrigen auch schon, das ist ja hier genau dieses erste Beispiel, dieses D2FE28. Das wird hier von meinem Lexer verarbeitet. Und wir sehen ja, hier wird ja auch erklärt, so die drei Bits, die mit V gelabelt sind, geben eine Version 6 zurück. Da sehen wir hier, V ist 6,
Korrekt. Die drei Bits, die mit T gelabelt sind, geben eine Pakettypen-ID zurück. Die ist 4. Gucken wir hier, underscore T ist 4. Wunderbar. So, dann kommen die Gruppen A, B und C, die uns hier diese Binärzahl zusammensetzen, die umgewandelt 2021 ergibt. Was sehen wir hier? 2021. Und was ist auch noch? Wir sehen ja hier, die ersten drei Bits sind V, die nächsten drei Bits sind T, dann kommen 5 Bits A, 5 Bits B, 5 Bits C und wir haben hier am Ende noch drei zusätzliche sozusagen Überhang-Digits und das sind genau die drei, die ich auch hier zurückkriege. Also man sieht hier, mein Lexer arbeitet anhand dieses Beispiels so, wie es die Aufgabenstellung auch vorgesehen hat. Und wir können uns als nächstes mal gleich den Lexer anschauen. Gehen wir wie typisch von oben durch. Also ich importiere mir aus Typing wieder ein bisschen was an Zeug. Offensichtlich brauche ich Optional und Callable nicht. Dann hat es ja erledigt. So, dann kommen hier die ersten drei Anschauungsbeispiele zum Erklären der Syntax. Dann kommen hier die nächsten vier Anschauungsbeispiele für die Aufgabe Part 1 und hier sind die acht Anschauungsbeispiele für Aufgabe Part 2. Also heute habe ich mal wirklich alle Beispiele mitgenommen, die mir die Aufgabenstellung so zu bieten hatte. Denn hier sind wir jetzt wieder bei der Hex-to-Bean-Map, ja, für die Hexadezimal nach Binär, das Mapping und die Funktion. Und hier haben wir noch eine weitere Funktion, Binär-to-Dec, ja, also Binär-to-Decimal. Binär nach 10 adisch, nimmt eine Binärdarstellung als String an und gibt offensichtlich ein Int zurück und ich habe vergessen, das zu annotieren. Was soll's? Vielleicht sollte ich mir mal angewöhnen, mit MyPy die Dinge auch mal Typen checken zu lassen. Wer weiß, wie dem auch sei. Also, out wird initialisiert mit 0 und dann entsprechend der Binärdarstellung werden dann Potenzen von 2 drauf addiert und so wird dann aus der Binärdarstellung eine Dezimaldarstellung zurückgegeben. Es ginge viel, viel cleverer, aber cleverer, performanter und hat man nicht gesehen, aber diese Funktion hat einfach für mich ausgereicht. Also lebe ich damit. So, out struct t ist ein Type-Alias. So, alles was der Lexer soll mir nämlich ein Outstruct T zurückgeben. Hier gibt zurück ein Tupel, Outstruct T und String. String, das sind diese überhängenden Digits aus der Binärdarstellung, die zu viel sind. Aber primär erstmal gibt mir der Lexer ein Outstruct T. Und das ist ein Typ, den ich mir definiert habe. Das ist ein Dictionary, dessen Schlüssel, wir haben ja hier unten in der Konsole ja ein Beispiel, das ist genauso ein Outstruct T. Das ist ein Dictionary, das als Schlüssel Strings hat, hier V, underscore T und Lead zum Beispiel. Und hinter diesen Schlüsseln stehen Werte, die sind entweder Integer, Strings oder selber eine Liste von weiteren Outstruct T. Ja, also dieses Outstruct T, Outstruct T, ja, korrespondiert zu dem, was Sie in der Aufgabenstellung ein Packet nennen. Ja, also ein Outstruct T ist ein Packet. Und ein Packet kann wiederum andere Packets enthalten. Und darum darf auch ein Outstruct T eine Liste von Outstructees als Wertefeld besitzen. So, der Lexer. Der Lexer nimmt jetzt also eine Message in Binärdarstellung an, also eine Binärabfolge als String. Das mit dem Debug ist nicht so wichtig. Und dann wird hier als erstes also gleich eine Dictionary als Outstruct T initialisiert. Und jetzt funktioniert das immer wie folgt. Ich highlighte mal hier die Zeile raus. Und wir bauen mal langsam auf, was die Idee hinter dieser Zeile war. Also hier ist die Idee. Ich sage, ich möchte mir als erstes, wir hatten ja vorhin hier am Beispiel gesehen, es gibt die führenden drei Stellen, die geben uns die Versionsnummer zurück. Und diese drei Stellen, die greife ich mir jetzt rein. Also ich sage also, die Version ist gleich genau dieses Message bin und zwar die ersten drei Stellen und dann sage ich Message bin, also das neue Message bin ist das alte Message bin, allerdings hinter diesen drei Zeichen. Ich habe das jetzt, bin jetzt, ich reite da jetzt so drauf rum, weil ich das
durchgehend in diesem Lexa mache. Ja, ich teile und herrsche. Ich teile meine Message immer in den Teil, den ich als nächstes abarbeiten möchte, und den Rest, mit dem ich dann danach weiterarbeite. Und hier teile ich mir jetzt also die Version raus, indem ich mir die ersten drei Stellen hole. Jetzt weiß ich aber, dass ich die Version sowieso als Dezimalzahl haben möchte. Also kann ich hier schon in place einfach dieses Binär to Decimal direkt drauf anwenden. Und weil ich auch am Ende weiß, dass ich diese Version nicht einfach nur irgendwie rausspalten, sondern in dem Outstruct zurückgeben möchte, kann ich es auch gleich dort eintragen. Und siehe da, nun haben wir hier die identische Zeile wie auch da drüber. Ja, und diese Operation, sie passiert am laufenden Band hier. Und die nächste Zeile ist mich auch gleich wieder bezeichnet in dieser Hinsicht. Da passiert nämlich genau dasselbe. Wir hier auch nochmal in der Aufgabenstellung, also die ersten drei Zeichen, die ersten drei Binär-Bits sind Versionsnummer und die nächsten drei sind Typ. Und hier greife ich mir als nächstes auch gleich den Typen raus. Also auch wieder, ich greife mir die ersten drei Zeichen. Und natürlich die ersten drei Zeichen, weil ich ja die tatsächlich ersten drei Zeichen, die habe ich ja eben gerade schon abgeschnitten. Kann es also wieder von vorne als die nächsten drei Zeichen mir die ersten drei Zeichen rausgeben lassen, transformiere die und dann habe ich meinen Typ. Und auch wieder verkürze ich den Rest der Nachricht. Ja, ich schneide vorne immer ab, was ich als nächstes verarbeiten möchte. Als erstes habe ich die Version verarbeitet, dann habe ich den Typen verarbeitet. Und jetzt wird ja dann aufgeteilt, wenn T4 ist oder der andere Fall. Ja, wenn T4 ist, ist es ein Literal. Wenn T irgendwas anderes als 4 ist, dann ist es eine mathematische Operation. So, wenn T gleich 4 ist, und dann sieht man hier if debug, dann wird hier underscore T wird angehangen, sonst eben nicht. Das hatten wir hier vorhin gesehen, ne? Underscore T ist 4. Wenn ich debug false sage, dann tauchte das Feld erst gar nicht auf. Ja, hier passiert das. So, Literal, while true. Jetzt checke ich hier immer, hat die Message eigentlich überhaupt noch 5 weitere Zeichen im Angebot? Wenn nicht, dann ist der Hexadezimalcode von vornherein her syntaktisch falsch gewesen. Also es muss jetzt noch mindestens 5 weitere Zeichen geben. Das ist, was hier geprüft wird. Das ist hier oben im Übrigen, bevor ich Version und Typ mir rausgezogen habe, da hatte ich ja auch schon gesagt. Also jetzt müssen auf jeden Fall erstmal mindestens 6 Zeichen kommen, damit ich Version und Typ rauslesen kann. Jetzt sage ich, es müssen noch mindestens 5 weitere Zeichen kommen, damit ich mir ein nächstes Packet als kein nächstes Packet, damit ich mir jetzt den nächsten Block rausziehen kann, der mir ein Literal definiert. Und genau das mache ich. Ich hole mir. Und ja, achso, jetzt kommt natürlich auch wieder der Clou. Ich habe ja gesagt, hier, ne, immer so ein Block im Falle eines Literals besteht aus 5 Zeichen, einem führenden Zeichen und 4 Informationszeichen. Und genau nach dem Format schneide ich mir hier Message Bin auch zurecht. Ich hole mir das führende Zeichen, ich hole mir die nächsten 4 und ich hole mir den Rest. Ja, also das führende Zeichen, Message Bin 0, die nächsten 4, also Message Bin 1 bis 5 und den Rest. Message Bin 5 und von 5 bis Ende. So, und dann kann ich an mein Lied, an mein Literal, mein Pack 4, die 4 Zeichen einfach dranhängen, weil das Literal ist ein String. Wenn ich plus gleich beim String sage, werden Strings einfach nur zu einem neuen String fusioniert. Und hier ist jetzt ja die Entscheidung, so wenn Front 1 ist, dann geht es wieder von vorne los, dann holt man sich den nächsten Block und den nächsten Block und den nächsten Block, bis irgendwann Front 0 ist und dann wird mit diesem Break dieses While gebrochen. Dann hat man also den letzten Block an der Hand und wir können jetzt dem Outstruct das in Dezimalzahl transformierte Literal anhängen, wie zum Beispiel hier unten das 2021. So, das war der if t ist gleich 4 Fall. Dann ist hier ist alles else und hier unten wird schon zurückgegeben. Also an der Stelle sind wir jetzt mit dem Literal also durch und fertig. Und da kommt jetzt der else Fall. Und zu diesem Zweck gehen wir hier runter, dann kommentieren wir das aus hier. Jetzt haben wir hier also das zweite Präbeispiel, das zweite Erklärbeispiel für die Sprachensyntax. Können wir auch nochmal vergleichen. Hier hatten wir eben gerade, das war das erste Präbeispiel. Und hier ist das zweite Präbeispiel. Ja, genau. Also das zweite Präbeispiel. Wir haben ja wieder den Hexadezimalcode umgewandelt in Binär. Es sieht dann so aus. Und wieder, die ersten drei Zeichen sind Version. Da muss 1 rauskommen, da steht eine 1
Wunderbar. Dann die nächsten drei sind wieder Typ. Typ ist 110, umgewandelt in Dezimal. Da muss also eine 6 rauskommen. Was steht da? T ist gleich 6. Man beachtet, steht hier nicht Underscore T. Weil für alles, was nicht T gleich 4 ist, ist das T entscheidend. Um zu entscheiden, welche der mathematischen Operationen hier adressiert wird. Jetzt, das ist nur bei Typen, die nicht, also wenn der Typ nicht 4 ist, dann kommt ein einzelnes Bit dazu, das sogenannte I oder I. Und das ist entweder 0 oder 1. Muss in unserem Fall 0 sein. Was steht da? Da steht 0. So. Und jetzt wird es interessant. Als nächstes kommt L. Das I sagt uns etwas übers L. Das I sagt uns nämlich, ob die nächsten 11 oder nächsten 15 Bit zu diesem L-Block gehören. So, wenn es 0 ist, dann sind das 15 Bit. Wenn das I eine 1 ist, dann sind das 11 Bit. So, in unserem Fall ist I gleich 0, also ist L 15 Bit lang. Und jetzt sehe ich gerade, dass trotz Debug mir hier gar kein L eingeschrieben wurde. Das habe ich also vergessen. Das tut mir leid. Das tragen wir gleich mal nach. So, if debug out underscore L ist L. So, jetzt steht's da. So, das L ist 15 Bit lang. Hier haben sie es einmal rausgeschnitten. Ja, das sind also ganz, ganz viele Nullen und dann an den ersten Stellen 1, 1, 0, 1, 1. Wenn man das in Dezimalschreibweise überführt, dann kommt da genau 27 raus. Was ist? Da steht 27. So, dieses L sagt uns, also wenn I 0 ist und L dementsprechend 15 Bit, dann bedeutet diese 27, dass die nächsten 27 Bit relevant sind. Alles, was danach kommt, trägt keine Informationen mehr. Und man sieht es ja hier, so der Rest hier hinten ist nutzlos. So. Und diese 27 Bit, das kann ein Subpacket sein, das können zwei Subpackets sein, das können 50 Subpackets sein. Ja, also kommt eine variable Anzahl von Subpackets, folgt auf dieses L, aber egal wie viele sind, alle zusammen müssen jetzt konkret an diesem Beispiel, also dürfen höchstens 27 lang sein. Also dieses L weist gewissermaßen einen Speicherplatz zu, wie viele Subpackets jetzt hier noch auftauchen. Und weil es Subpackets sind, muss an der Stelle der Lexer sich selber aufrufen. Ja, da wird ist hier dieser ganze Code, da wird alles, da wird das I ausgelesen, da wird die Länge von L festgelegt, da wird das L ausgelesen, dann wird das L im Debug-File dem Out hinzugefügt. Aber jetzt wird interessant, ja, if I oder sonst. Jetzt ist eben halt der Clou, der Lexer muss den Lexer aufrufen. Ja, da werden also die ganze Zeit wird hier die Message immer weiter eingekürzt, bis eben nur noch der Rest übrig ist, nämlich genau diese 27 Stellen. Man sieht das hier übrigens, Message bin underscore rest. Message bin ist Doppelpunkt L, also das heißt bis 27. Rest ist gleich Message ab L, also alles dahinter. So, und dann wird dieses Message bin wird wieder an Lexer übergeben und der Lexer gibt uns ein neues Out-Struct zurück, was als Substruct hier eingetragen wird. Also der Lexer ruft sich rekursiv selber auf. Fertig aus. So, und das tut er in dem einen Fall, wenn das i 0 ist, und das tut er in dem anderen Fall, wenn das i 1 ist. Da passieren leicht unterschiedliche Dinge, müssen wir nicht weiter zerkauen. Am Ende wird dann also das Struct, das selber als Kinder andere Structs tragen kann, zurückgegeben, als eben auch, was sonst noch hinten am Message bin als Überhang übrig geblieben ist. Um jetzt hier auch nochmal das Beispiel zu Ende durchzuexerzieren. Also wir hatten ja gerade genau, die Version ist 1, der Typ ist 6, I ist 0, L ist 27 und dann kommen weitere Pakete. So, und zwar zwei im Falle des Beispiels. Da ist einmal das Paket A, das selber total aus 11 Bits besteht. Es steht für ein Literal Value. Da muss also 10 rauskommen. Und was ist?
Ich bekomme ein Literal Value 10 heraus. Also ein Literal mit Value oder ein Literal, der den Wert 10 repräsentiert. Dann das zweite Subpaket B repräsentiert auch ein Literal, ein Literal und muss uns den Wert 20 zurückgeben. Und was ist? Hier steht 20. Ja? Also dass der Lexer sich selber rekursiv aufgerufen hat und uns ein 2, also jeweils ein inneres Substruct zurückgegeben hat, das dem äußeren Struct angehangen wurde. So. Und das war's. Das ist, was der Lexer macht. Ja, der nimmt also diese Binärdarstellung und wandelt sie um in einen Baum von Dictionaries unterm Strich. So, und dann, um schlussendlich Part 1 final beantworten zu können, gibt es diese Funktion Sum of Versions. Ja? Die nimmt ein Outstruct an und addiert die Versionsnummer. Ne? Da wird hier out, ist als Integer wird initialisiert, da wird dann outstruct v. Jedes struct hat das Feld v, man sieht es ja auch hier, v ist 1, v ist 6, v ist 2, das ist immer ein v. Das out wird mit dem äußersten v initialisiert und dann gehen wir durch für substruct in outstruct substructs. Ja, mit dieser .get-Funktion greife ich mir die Substructs aus dem Outstruct, wenn er überhaupt welche hat, wenn nicht, dann gibt es eine leere Liste zurück und dadurch wird diese Vorschleife letztlich effektiv geskippt. Ansonsten wird auf Out drauf addiert, hier ruft sich Sum of Versions selber rekursiv wieder auf. Also egal wie tief verschachtelt diese Dictionaries sind, dadurch, dass Sum of Versions sich rekursiv selber aufruft, kann es in jede Verschachtelungstiefe vordringen und sich diese Versionsnummern daraus ziehen und die werden dann eben alle hier auf out drauf addiert und dann wird out so zurückgegeben. Als letzte Funktion kommt execute, das ist Part 2, machen wir gleich. Ich überspringe das mal, weil damit sind wir jetzt nämlich wieder beim main. So, das waren also die drei Debug-Beispiele, um die Syntax zu verstehen. Das haben wir jetzt getan und damit kommen wir zu Part 1. So, bei Part 1 hatten wir hier ne, einmal das DataX01. Das sind die vier Anschauungsbeispiele für den Kern von Part 1. Hier sind vier Hexadezimalzahlen gegeben und am Ende die Antwort, was die aufsummierten Versionsnummern ergeben sollten. So. Huch, hoppsala. So. Und genau darum geht es jetzt hier. Ich hole mir jetzt also die vier Tupel nacheinander über diese Vorschleife aus dem DataX01 raus. Ich hole mir die Hexadezimaldarstellung und ich hole mir das Endergebnis raus und asserte, ich verlange, dass die Sum of Versions für jedes dieser Beispiele genau dieser Checksumme entspricht. Wenn ich das Skript ausführe, hier, es gibt keine Fehlermeldung, also das haut hin, das hat geklappt. Ich entkommentiere jetzt den Rest von Part 1, wo ich meinen individualisierten Input einlese, der im Übrigen hier so aussieht. Das ist eine relativ lange Dezimaldarstellung. Ja, gibt hier einiges an Rechenoperationen, was da zu leisten ist. Wenn man das mal vergleicht, hier ne, diese ganzen Beispiele alle kurz, klein und handlich und dann dazu der individualisierte Input, der hier doch schon beachtlich länger ist. Wie dem auch sei, zurück zum Main. Also ich lese meinen individualisierten Input ein, fstream, read, strip als raw und dann sum of versions, lexer, hex to bin von raw, wende ich alles aufeinander an. Führe das aus, komme ich hier auf 889. Das hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon ganz kurz gesehen. Das ist nämlich hier die korrekte Endantwort für Part 1. Und jetzt kommt Part 2. Jetzt, wo wir die Syntax also auseinanderklamüsert haben, wo wir jetzt alles gelext und gepasst haben, jetzt kommt das Interpreting, die Interpretation, beziehungsweise auch genannt die Evaluierung, das Evaluation, die Auswertung. Dafür haben wir jetzt hier nach Sum of Versions die nächste Funktion execute. So, was macht execute? Vor allen Dingen erstmal ruft es sich auch selber rekursiv wieder auf. Das ist
kaum zu vermeiden. So, das Execute prüft, ob in dem Outstruct ein T vorkommt. Ja, wenn nämlich ein T drin vorkommt, dann geht es um eine Rechenoperation. Dann gibt es hier Case 0, Case 1, Case 2, Case 3, Case 5, Case 6, Case 7. Man beachte, Case 4 fehlt. Case 4 liegt dann vor, wenn das T im Outstruct überhaupt gar nicht auftaucht. Das ist hier unten, das ist der Else-Fall. Das ist also, wenn T4 wäre, was ich so aber meine Outstructs nicht eintrage, als einzigen Fall, dann weiß ich direkt, oh okay, das ist, da muss es ein Literal sein, also gebe ich einfach das Literal zurück. In jedem anderen Fall gibt es also diesen Schlüssel T in unserem Outstruct. Können das hier übrigens nochmal ganz kurz, ich entkommentiere hier mal die ersten beiden Beispiele. Dann sehen wir es hier nämlich nochmal. Wenn T4 ist, dann trage ich es entweder gar nicht ein oder im Debug-Fall als Underscore T. Sonst steht nämlich T 1, 2, 3, 5, 6, 7 und ja, 5, 6, 7 so drin. Ne? Also hier haben wir ein Beispiel für ein Literal und hier unten haben wir ein Beispiel, das kein Literal ist. Wenn es kein Literal ist, dann gibt es diesen Schlüssel Lit auch gar nicht. Ja? Den gibt es nur, wie zum Beispiel hier drin, wenn es wirklich ein Literal ist. So. Ja, also T gibt es nicht, dafür das Feld Literal. Das gebe ich jetzt zurück. Wenn das T jetzt aber nicht 4 ist, dann gehen wir jetzt durch die einzelnen Fälle durch. Da wird in der Aufgabenstellung, wird das alles schön fein auseinanderklamüsert. Hier, so, Part 2, genau. So, Packets with Type ID 0 are Sum. 1, Product. 2, Minimum. 3, Maximum. 5, Greater Than. Und so weiter. Das sind hier die einzelnen Fälle, die ich auch so implementiert habe, wird gesagt, so Case 0 ist dann also die Sum über Execute Substruct for Substruct in Outstruct Substructs. Ja, also ich gehe die ganzen Substructs durch, lasse sie über genau dieselbe Execute-Function selber auch auswerten. Also das können selber Rechenoperationen sein oder auch schon Literale, man weiß es nicht, egal. Da kommt auf jeden Fall ein Integer, ein Ergebnis zurück. Und dieses Integer wird hier in dieser äußeren Liste gesammelt, also in der Liste von Integers, und das wird dann alles aufsummiert. Das ist dann Case 0, Sum. Case 1, Product. Ich initialisiere mein Out als 1 und dann auch wieder for Substruct in Outstruct Substructs multipliziere ich alles aufeinander auf, wie in der Aufgabenstellung gefordert, und gebe das Ergebnis zurück. So, dann Min, Max. Und für 5, 6, 7 wird es nochmal interessant. Da gibt es, steht hier auch in der Aufgabenstellung, greater than, less than, equal to, also größer als, kleiner als, ist gleich. Und dann wird hier nämlich gesagt, diese Pakete haben immer exakt genau zwei Subpakete. Ja, um größer, kleiner und ist gleich vergleichen zu können. Das prüfe ich hier dann auch ab. Also hier bei 5, bei 6, bei 7, ja. Wenn die Länge von Outstruct, Substructs ungleich 2 ist, werfen Fehler. Ansonsten wird geguckt, ist das Substruct 0 größer als Execute Substruct 1, return 1, sonst 0. Also auch das wird hier in der Aufgabenstellung so gesagt. Ja. Pakete mit einer ID 5 sind größer als Pakete. Ihr Wert ist 1, wenn das erste Subpacket größer ist als das zweite Subpacket, sonst ist ihr Wert 0. So, genau das passiert, also Return 1, Return 0 und ansonsten hier, man sieht es ja schon von der Idee her, die Struktur ist bei 6 und 7 identisch. Hier wird geguckt, ist die Anzahl der Substructs exakt 2 oder nicht. Wenn nicht, wirf Fehler, ansonsten dann Vergleich kleiner oder Vergleich ist gleich und dann gib 1 zurück oder gib 0 zurück. So. Und das war's. Das ist meine Execute-Function. Das heißt, jetzt können wir hier in Part 2 reingehen. Haben wir unser Data X02, also die Anschauungsbeispiele für den Part 2. Dann wird ja auch gesagt, hier ist ein Beispiel, da muss 3 zurückkommen. Hier ist ein Beispiel, da muss 54 zurückkommen. Hier ist ein Beispiel, da muss 1 zurückkommen. Da wird sogar noch ein bisschen mehr auseinandergenommen. Hier zum Beispiel, ne, das 19014, 19014 ist hier dasselbe Beispiel, steht auch da, produziert 1, weil 1 plus 3 ist gleich 2 mal 2. Also 4 ist gleich 4, ist wahr. Und hier wird also am Ende eine Gleichheit überprüft. Und deswegen muss, weil die Gleichheit erfüllt ist, als Endergebnis eine 1
zurückkommen. Ja, kommt hier eine 1 zurück. So, also haben wir 8 Beispiele. Erstmal 4 Beispiele, wo das berechnet wird und dann weitere 4 Beispiele, wo logische Vergleiche durchgeführt werden. Und gehe ich wieder zurück in meinen Main-Part, prüfe ich also zunächst erst einmal diese gegebenen Testbeispiele ab und am Ende führe ich die Execution von meinem eigenen individualisierten Input aus. Lassen wir das Skript nochmal laufen und dann kommen wir hier am Ende auf ein Ergebnis. Spielen wir das Spiel, kenne ich die Zahl. 303 Millionen. Ja, 739 Milliarden, 303 Millionen, 923.668. Das habe ich dann auch hier als Endergebnis eingegeben. Damit sind beide Teile des Puzzles für heute vollständig. Also können wir zurückgehen zum Kalender. Jetzt sehen wir hier das Schaubild, wie es sich jetzt bis einschließlich Tag 16 aufbaut. Man sieht hier unsere Höhlenfahrt und jetzt sind wir endlich aus der Höhle raus. Scheinbar gibt es dann hier morgen, gehen wir wohl in einen gehen wir in einen unterseeischen Graben rein, nehme ich mal an. Aber das werden wir ja dann sehen. So, das war durchaus eine witzige Aufgabenstellung. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Wenn euch meine Videos irgendwie gefallen oder helfen, erwägt doch ein Abo. Das Video ist auch schon wieder unendlich, also wirklich unendlich lang. Jetzt sind wir hier bei 41 Minuten. Eieiei. Jeden Tag nehme ich mir vor, es muss kürzer werden. Und dann kommt hier so eine Aufgabenstellung. Also sie war sehr schön, aber man sieht es ja hier auch schon in der Aufgabenbeschreibung selbst. Gehe ich in den 16. Tag nochmal rein. Es ist so unendlich viel Text. Also das hat auch schon Zeit gebraucht. Die ganzen Details. Es ist nicht kompliziert, es ist einfach nur viel, die ganzen Details zu verarbeiten und in den eigenen Code einzubauen. Aber das hat ja jetzt geklappt. Wir hören uns dann morgen wieder und so sage ich ciao, ciao.